relativ lange auf der Suche nach einem Messer, Schärfgerät, wie auch immer, und zwar etwas, was am besten elektrisch ist und was man nicht lange aufbauen muss, was rucki zucki geht, eben schnell Messer durchziehen und dann gib ihn. Es gibt ja verschiedene, was weiß ich nicht alles. Ich habe das hier bei Amazon gekauft. Das Teil ist recht gut bewertet. Da wollte ich das mal selber ausprobieren. Das ist quasi wie so ein Bandschleifer aufgebaut. Ne, was jetzt drin ist, seht ihr selber. Interessiert eigentlich keinen. Aber das ist das Gerät an sich. Plus jeweils zwei Bänder. Ne? Ein paar Schleifbänder dabei. Also 2x80er, 2x220er und 2x6000er. Es gibt ja von diversen Leuten, die vertreten die Meinung, dass man von 220er auf 6000er nicht überspringen sollte, weil das 220er, die 220er Körnung sehr grob ist und auf 6000er ziemlich fein. Die Firma äußert sich dazu, dass das so getestet und validiert wurde, quasi, dass das so funktioniert. Dass das die beste oder der beste Übergang ist. So, wir haben hier verschiedene Aufsätze. Also hier ist das nochmal definiert quasi. Also man hat hier Outdoor Guide, das wären die beiden. Kitchen Guide, das ist das. Es sind quasi Schutzbleche, sage ich mal, wie beim Fahrrad, damit, wenn man schleift, damit die ganzen Späne nicht durch die Gegend fliegen, sondern kontrolliert abfliegen. Deswegen ist das Kitchen Guide komplett verkleidet. Das ist erst dann hier richtig eingeführt, wenn man das hier in die Nut reinschiebt. Ne? Genau dasselbe auch hier. Die Nut rein, alles gut. So, das Teil, das Rädchen, das ist den Band entsprechend von der Laufbahn her zu korrigieren. Das wollen wir mal eben testen. So, übrigens, der Einschaltbutton ist, den muss man dauer festhalten. Der lässt sich nicht irritieren. Das ist halt ein Sicherheitsfeature, damit, wenn was passiert, damit man schnell loslassen kann. So, wie man sieht, wenn man das Rädchen dreht, dann kann man die Bandkorrektur nochmal quasi einstellen. Ich denke mal, das ist soweit einleuchtend. So, jetzt wollte ich mal, bin vorab erstmal kein Messerscharf Experte oder wie auch immer, da sind wir die meisten nicht, ne? Deswegen haben wir, kaufen wir uns so solche Geräte, die quasi die Aufgabe für uns übernehmen. So, jetzt, wenn man sich das Blättchen hier anschaut, also das Beiblatt, hier ist quasi schon alles vorgekaut, wie man was schleifen sollte. So, jetzt zum Beispiel, um Äxte oder sowas zu schleifen, das ist dieser Zustand, also ohne Schutzblech, sage ich mal, oder Schutzkunststoff in dem Falle. Da kann man eben so eine Axt oder sowas mal eben schnell durchschleifen. Ich hätte hier sogar so ein Mini-Exemplar, wo ich das mal eben demonstrieren könnte, wie gut das geht. Dazu nimmt man natürlich das gröbste Schleifpapier, was dazu gibt. So, dann habe ich hier so ein paar Taschenmesser. Also ganz kleine, womit ich immer Pakete öffne. Die sind mittlerweile stumpf. Ne? Dann hätte ich was Größeres da. Das ist einmal so ein Jagdmesser. Der Outback quasi. Ne? Das ist auch recht stumpf. Das könnte auch ein Schliff vertragen, wobei das eher Outdoor
Tool ist, sage ich mal, oder Outdoor-Messer. Das müsste man dann mit entsprechendem Grat schleifen. Wenn man definiert, mit welchem Winkel man was schleift, wenn man sich jetzt das Teil dazu anschaut, dann sieht man hier zum Beispiel bei 40 Grad geht man auf Hunting und auf Pocket, also auf Jagdmesser und Taschenmesser. Hier, das ist für die Schere und das ist diese, ja, wie heißen die Messer? Die Brotmesser und sowas. Ne, fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein. So. Das Teil ist für Kitchen, also für die Küche. Ne, hier einmal Filetiermesser und normaler Küchenmesser. Ein normales Küchenmesser in dem Falle. Ne, bei 40 Grad wäre das und 20 jeweils pro Seite. Ne? Und Tool macht man ganz ohne, also so Pi mal Daumen, also so eine Axt oder sowas schleifen. Da kann man erstmal keinen Winkel in dem Fall einhalten, da muss man das wieder üben. So, dann wollen wir das eben ausprobieren. Hier einmal eingeschoben. Nochmal kontrollieren, was jetzt was ist. Dann werden wir mal das eben tun. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Nochmal zu der Schleifmethode. Das Messer sollte man hier so einlegen und an der Wand entlang halten. Also so. Jetzt nicht irgendwie so, sondern so. So hält man und so zieht man das durch. So, so, so. Und dann die andere Seite. Zack, zack, zack. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt so ist. Also man hat jetzt gesehen, dass ich das nicht ganz geschafft habe, dass ich immer hier zu der Wand tendiere. Also da müsst ihr euch quasi zwingen, immer links und rechts entlang dieser Rippe die Klinge zu drücken. So, wenn man sich das jetzt anguckt, dann wird die Fläche hier, die polierte Fläche, nicht beschädigt. Also das war schon vorher so zerkratzt. Und ich spüre deutlich, dass das Ding um einiges schärfer geworden ist. Ich hole mal jetzt so einen Papiertest, oder wir werden das am Papiertest feststellen, indem ich ein Papier einfach durchschneide. So, ich habe jetzt so ein Papierchen da, bei hoher Feuchtigkeit. Jetzt momentan herrscht, können wir das mal eben gucken. Ist noch nicht so optimal. Dann machen wir weiter. So. Ja, ist auf jeden Fall deutlich schärfer als vorher. Man muss sich jetzt damit nicht rasieren, wie einige der Meinung sein werden. Aber man spürt es deutlich, dass es um einiges besser geworden ist. Das ist jetzt auch natürlich kein hochwertiges Messer in dem Falle. Die Klinge ist so lala.
Ne, ob man die überhaupt so vernünftig scharf bekommt, sei dahingestellt. Man muss die aber nochmal mit dem mit 6000er Schleifpapier abtragen, was ich jetzt bei dem Messer nicht machen werde, weil es wäre einfach Perlen vor die Säue, ne? So, weiter geht's. Dann will ich im Kleinen hier. Dann habe ich mal richtig scharf bekommen. Das ist jetzt stumpf wie Hulle. Ne, also nix. Und jetzt in Real Time. Ne, also nicht irgendwie schnell gespult oder wie auch immer. Man muss sich, wie gesagt, angewöhnen, dass man das Messer hier oder die Klinge hier entlang drückt. Ne? So, so und nicht irgendwie so hin und her wackelt, weil das verschlechtert das Ergebnis. Ui, das ist aber schon einiges. So reicht noch nicht aus. Wie gesagt, das Papier ist jetzt auch relativ feucht. Aber ich spüre deutlich, dass das besser geworden ist. Machen wir mal weiter. Ja, es ist schon schärfer geworden. Also man spürt es. Also für so minderwertige Messer reicht das vollkommen aus, so ein Gerät. Ich würde sogar meinen Outback damit schleifen. Weil am Schleifstein das Problem ist, wenn man ungeübt ist, dann muss man immer den Winkel einhalten und das ist so mühsam und das ist ja nicht so toll. Noch ein Nachteil bei dem Schleifgerät ist, wenn man da jetzt mit hoher Umdrehung rangeht an die Klinge, dann wird die Spitze, die möglicherweise gehärtet wurde, weich. Die wird das Gefüge in der Klinge entspannt sich wieder. Das ist nachteilig. Deswegen sollte man nie lange hier quasi, man sollte es relativ schnell durchziehen, damit sich die Klinge gar nicht erwärmen kann. Ja. Das ist nochmal deutlich scharf, also schärfer geworden. Na, das reicht für meine Zwecke aus. So, dann wollte ich mal so ein Küchenmesser schleifen mit dem entsprechenden Aufsatz. So, wieder aufpassen, dass man hier in die Nut reinkommt. Na, hier. Dadurch sitzt es vernünftig und der Winkel kann eingehalten werden. So, dann würde ich mal eher so ein Messer nehmen. Ist auch stumpf, ne? Also passiert gar nichts. Ne? Kann nicht mal einkoppeln. Das Messer werde ich jetzt in Realtime schleifen. Hier, wie gesagt, wieder entlang der Wand. Ne, so und dann die nächste Seite so nicht irgendwie hin und her wackeln.
Mal zum Gerät an sich. Das ist von der Verarbeitung okay, aber jetzt nicht, ich sag mal, 100 Euro wert, so meiner Meinung nach. Und das ist eher für mich ein Gerät für 60 Euro und nicht für 105 Euro. Aber jeder muss das für sich entscheiden. Boah, habt ihr das gesehen? Das sieht schon besser aus. Das ist jetzt richtig scharf. Also das ist auch eine andere Klinge. Ne? So, die Legierung kann man der Klinge entnehmen quasi. Guck mal. Da ist übrigens auch ein Billigküchenmesser, was weiß ich, für 20, 10 Euro. Das ist jetzt etwas, wofür solche Geräte gemacht wurden. Wie gesagt, wenn ihr da 1000 Euro Messer habt, da würde ich nicht mit dem Gerät rangehen. Ne? Also ich will die auch nicht so scharf machen, sonst erhöht sich dadurch die Verletzungsgefahr. So, weiter geht's. Ich hätte noch so ein Messer von Edeka. Ne? Auch relativ günstig Messer. Gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Frau hat übrigens geschimpft, hier so nach dem Motto: Ein Mann im Haus und Messer sind alle stumpf wie Sau. Wie der Mann. Naja, in dem Falle könnt ihr mit so einem Gerät die Frau überzeugen. Ne? Sieht auf jeden Fall besser aus. Das ist jetzt richtig geil. Machen wir nochmal und dann ist gut. Ihr seht, das geht relativ schnell. Also man muss hier nicht lange rumnudeln an so einem Schleifklotz. Muss man da, was weiß ich, übertrieben gesagt, tagelang rumpolieren und dann am Gurt oder wie auch immer, dann, damit das einigermaßen scharf wird. Und das geht schnell. Also einfach auf den Tisch legen, aus der Tasche packen. Da ist auch so eine Tasche beigelegt, ne? Aus der Tasche packen, auf den Tisch stellen, zack, 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 durchziehen, fertig, arbeiten. Und nicht jahrelang mit dem Klotz rumpolieren. Also man spürt das, das ist richtig scharf. Hier nochmal Papiertest. Ne? Alles gut. So, jetzt wollte ich mal mein Outback damit polieren. Gucken, ob das überhaupt geht. Weil das Teil im Vergleich zum Edeka-Messer noch mal ein bisschen größer, damit kann man wunderbar Käsebrötchen schmieren. Also wofür ich mir das gekauft habe, weiß ich auch nicht. Ich wollte das einfach haben. Ich wollte meine Seele befriedigen. Ne? Wenn ihr Bock drauf habt, kostet 180, 200 Euro. Das ist ein richtiges Monster. Falls die Zombies kommen, seid ihr bereit. So, für das Outback muss man natürlich wieder anderen Aufsatz nehmen. Da das ein Outdoor-Messer ist und ein 40 Grad Schliff hat. Wenn man das jetzt sich anguckt, dann sieht man den ganzen Schleifstaub. Deswegen sollte man nach Möglichkeit außen polieren oder schleifen. So, wie mehrfach gezeigt, hier nochmal in die Nut eingesetzt.
Und dann gucken wir mal, ob ich das damit hinbekomme. Das ist wie gesagt stumpf, das Teil. Da passiert gar nichts. Auch wenn ich das doppelt nehme, doppelt ist ein bisschen gemogelt. Hier passiert nichts. Schauen wir mal. Übrigens nochmal, ihr seht, die Klinge ist poliert. Ne? Und mal gucken, wenn ich das damit schleife, ob die Klinge dann nicht beschädigt wird. Die Klinge ist nicht beschädigt. Was ich aber jetzt so festgestellt habe, wenn man sich den Schliff der Klinge anschaut, der ist so konkav und nicht gerade. Das ist, damit man es vernünftig, damit man damit haken kann, Holz oder so. Das ist wie eine Axt, das ist richtig schwer. Damit kannst du alles Mögliche machen. Ne? Und das ist so ein Gerät, ist für das Messer nicht unbedingt geeignet. Aber ich probiere mal trotzdem, indem ich einfach stumpfen Winkel versuche einzuhalten, weil Winkel einhalten geht hier nicht. Ne? Oder? Ja, oder vielleicht sogar doch. Muss ich mal gucken. Weil die Klinge ist um einiges härter als jetzt so ein Küchenmesser. Die muss man länger schleifen. Ja, ich spüre noch nichts. Da passiert nichts irgendwie. Ein bisschen schärfer ist das schon geworden, aber ich würde das unter Fail abstempeln. Sprich, so ein Messer ist nicht geeignet, mit dem Gerät zu schleifen. Da sollte man wieder zum Schleifstein greifen. Ja? Damit man gerade umbiegen kann. Also ich habe sogar das Gefühl, dass das nochmal stumpfer geworden ist, als es war. Das war jetzt so nicht zielführend. Also wenn man das sich anschaut, dann hat man hier ist ein anderer Winkel eingeschliffen. Das ist nochmal, also das, was ich hier geschleift habe, ist entlang der Kante hier, und die eigentliche Schliffkante habe ich gar nicht erfasst. Ich gehe mal davon aus, dass es hier nochmal nicht 40 Grad, sondern was weiß ich, 60 Grad oder sowas, also schon wie eine Axt. Oder vielleicht noch gröber, keine Ahnung. Also ich lasse mal sein. Wie gesagt, so ein Outback, damit zu schleifen. Dafür ist das Gerät nicht geeignet.
Oder zumindest sollte der Winkel des Schliffes übereinstimmen. So, dann habe ich hier noch so Kartoffelschäler und so einen Scheiß. Ja, so die üblichen Sachen. Also, was ganz Billiges hier zum Beispiel ist die Klinge, hat jeder bei sich zu Hause, die so verbogen, die so zickzack. Mal gucken, ob ich das Messer damit retten kann. Also das ist richtig stumpf. Ne, das ist nicht mal für Kartoffeln schälen geeignet. Schon deutlich besser geworden. Auch hier ein Papiertest. Ist auf jeden Fall schärfer geworden, als es war. Also was man sieht, wenn man hier leicht verpennt, dann hat man hier sofort sehr viel Material abgetragen. Da müsst ihr aufpassen. Das ist einer der Nachteile bei so einer Maschine, weil wenn man jetzt nicht gleichmäßig die Klinge einführt oder an einer Stelle pennt, dann trägt es viel zu viel ab. Und dann habt ihr das Problem, dass das Messer durchaus ruiniert werden kann. So, machen wir noch den hier oder das, dann ist gut. Hier sogar, das ist jetzt deutlich schärfer geworden. So, dann gucken wir mal, ob wir die Axt damit schleifen können. Dazu muss man hier das Band einmal entfernen, so einmal runterdrücken und zack, raus damit. Das Band an sich ist noch nicht so stark verschlissen. Um so eine Axt zu schleifen, da muss man das Teil hier nehmen. Laufrichtung sehe ich jetzt erstmal nicht. Also das ist jetzt, ich gehe mal davon aus, das ist jetzt laufrichtungsungebunden, so ein Schleifband. Normalerweise ist das immer laufrichtungsgebunden bei so einem Bandschleifer. Hier sieht das jetzt nicht danach aus. So. Band aufgesetzt, Probelauf. Passiert gar nichts. Das sitzt noch nicht ganz. So, jetzt sitzt es. Ihr könnt ja nochmal korrigieren. In dem Fall muss man das nicht. Und dann wollen wir an die stumpfe Axt hier ran. Auf jeden Fall besser geworden. Das ist richtig scharf geworden. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Also nochmal zum Outback. Man könnte mit einem ganz groben Schleifpapier rangehen, aber das werde ich jetzt nicht machen. Ich will mein Messer damit nicht zerstören. So ein Messer wie Outback sollte lieber so ein Profi schleifen. Aber so billig Dinger kann man damit ganz gut verarbeiten.
richtig scharf geworden. Schon der Hammer. Ich spüre hier deutlich den Grat an der Stelle. Das kann man wegpolieren. Boah, das ist richtig scharf geworden. Mal gucken. Ja. Habt ihr das gesehen? So scharf kriegt man die Axt. So eine Feuerwehraxt oder sowas. Habe ich mir auch Spaß gekauft. So, wenn so ein Messer sehr stumpf ist, könnte man das natürlich auch mit einem groben Schleifpapier ran. Hier zum Beispiel, das ist sehr stumpf. Dann Küchenaufsatz. Und dann sehr schnell durchziehen. Wir wollen nur ganz wenig abnehmen. So. Boah, das ist hammerscharf geworden. Also normalerweise fängt man auch sehr grob an und dann arbeitet man sich nach oben mit dem Schleifpapier. Nochmal zwei Kleinigkeiten zu den zwei Aufsätzen. Die sehen zwar identisch aus, sind es aber nicht. Die sind für Außeneinsatz und wenn man sich die Gradzahlen anschaut, sind die doch unterschiedlich. Ja, also passt da auf, was jetzt für was. Weil man kann sich hier schnell vergreifen, dann nimmt man das oder das. Oder will man sonst was damit Taschenmesser schleifen und nicht Küchenmesser und dann kommt ihr durcheinander, dann habt ihr den Winkelschliff kaputt gemacht am Messer. Da passt er auf. So, das ist jetzt nach ein paar Messer jetzt an Schleifstaub entstanden. Da müsst ihr Unterlage für vorsehen, wenn ihr damit schleifen möchtet. Nicht, dass die Küche am Ende wie Sau aussieht. Ne? Sonst muss das wieder die Nicole wegräumen. Kleinigkeit, hier kann man übrigens den Winkel verstellen von dem Dingens hier, damit ihr das hier vernünftig in die Tasche packen könnt, müsst ihr den Winkel ändern. Das versteht sich, denke ich mal, von selbst. Immer Probolauftest. Dann nochmal Schnitttest. Das ist besser geworden. So, wie gesagt, ich kannte die Firma nicht, bin durch Zufall drauf gestoßen, durch sehr viele positive Rezensionen. Das kann ich, wie gesagt, an der Stelle mehr oder weniger bestätigen. Man kriegt damit ein günstiges Messer scharf und schnell. Für so Küchenmesser ist das ideal. Also mal eben schnell hier so ein 20 € oder 10 € Messer abziehen und dann weiterkochen, das ist ideal dafür. So teure Messer würde ich damit nicht schleifen wollen oder ihr selbst nicht, weil ihr unter Umständen damit Schaden anrichtet, ne? Weil ihr zu viel Material abträgt. Also jetzt zu den Nachteilen, die Temperatur an der Spitze, ja, erhöht sich stark, dadurch wird das Gefüge der Klinge geschwächt und das Messer ist einfach weicher, nicht mehr gehärtet, wie es vorher war. Ne? Also wenn man das lange an einer Stelle, wenn man das langsam durchzieht, dann hat man deutlich Wärmeeintrag, also die Wärmeeinflusszone geht auch so ein bisschen tiefer rein. Ne? Und noch ein Nachteil: Wenn man jetzt an einer Stelle pennt, wenn man da so durchzieht und hier eine Minute oder so pennt, jetzt übertrieben gesagt, dann hast du hier so einen Ausbruch. Das ist gefährlich. Vorteil ist natürlich ganz klar, du gehst sehr schnell ran, zack, 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 fertig, geschliffen, weiterkochen. Und du musst jetzt nicht so einen Klotz rausholen und da versuchen, irgendwie Winkel einzuhalten, polieren, tun und machen und eine halbe Stunde später ist das Teil ein bisschen schärfer, aber jetzt im Vergleich dazu erspart er eine Menge Zeit. Ne? Also wenn ihr Bock drauf habt, den Link setze ich euch bei Amazon. Ne, ist ein Affiliate-Link.
Damit unterstützt ihr mich. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß an der Stelle. Ne? Das Gerät ist, wie gesagt, das ist eher so 50 Euro. 50, 60 Euro, nicht mehr. Dieser Kunststoff fühlt sich eher so minderwertig an. Und ich weiß jetzt nicht, ob das hier so langfristig halten wird. Aber ich denke mal, wenn man 2, 3 Jahre damit, wenn man 2, 3 Jahre das in Gebrauch hat und das funktioniert, dann ist das an der Stelle gut. Ne? Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, greift zu.